So, hallo zu einem kurzen Infovideo. Wie es die Überschrift schon sagt, YouTube hat eine neue Funktion. Ich habe die selber noch nicht ausprobiert. Ich will das jetzt mal quasi live in Anführungszeichen machen. Und zwar kann man jetzt sich anzeigen lassen, was für Musik gesperrt werden könnte. Also man lädt nicht erst was hoch und erfährt dann, hey, du hast Musik verwendet, die nicht verwendet werden darf, sondern man kann sich das vorher anzeigen lassen. Zum einen, es gibt ja in dieser Audiobibliothek, also wir sind im YouTube-Studio, wie man da hinkommt, sollte jedem klar sein. Dann ist so hier unter Erstellen die Audiobibliothek. Da kann man zum einen ja diese ganzen, das konnte man bisher auch schon, das wächst auch ununterbrochen, kostenlose Musik verwenden. Und man kann aber eben auch unter Musik mit Anzeigen, sollte das sein, genau, schau dir die Nutzungsbeschränkung für beliebte Musik an. Da kann man jetzt zum Beispiel suchen nach, was machen wir denn mal? Gangnam. Reicht Gangnam? Mal gucken. Ja, Gangnam Style reicht. Das wäre dann wahrscheinlich das hier. Weltweit abspielbar. Aber man kann es nicht monetarisieren. Und hier das Instrumental. Das Instrumental ist überall abspielbar, mit Ausnahme von Germany. Natürlich. Okay, wie ist es denn mit... komm, irgendwas... Ach, Breaking the Habit, so. Breaking the Habit von Linkin Park. Ein etwas älteres Lied. Ist das da auch drin? Live, live, live. Ich nehme mal an, das hier oben dürfte das meistgenutzte sein. Weltweit abspielbar. Das könnte man also anscheinend verwenden, aber halt dann nicht monetarisieren. Interessant. So, jetzt würde mich interessieren, ob der denn auch so Sachen kennt wie die Anime-Musik, die ich immer gerne verwendet habe früher. Wenn wir jetzt also mal sagen, Fairy Tail Main Theme. Jetzt mal nur Fairy Tail drin lasse. Na, das ist ja, das ist nicht. Das hat mit dem Anime ja natürlich nichts zu tun. Schreibt man das so? Ich habe keine Ahnung. Aber das würde er auch nicht kennen. Nee. Okay. Anderes Lied ausprobieren. Nee, auch das findet er nicht. Okay, also es sind nur so bekanntere Lieder, die er findet. Jetzt wird mich interessieren, wie es mit Greensleeves aussieht. Das ist ja ein Lied, was keine Lizenz mehr hat, also müsste das eigentlich überall abspielbar sein. Get busy? Was? Green, habe ich es irgendwie falsch geschrieben? Greensleeves? Was kommen da für Ergebnisse? Greensleeves, André Rieu, na gut, gut, wenn es von André Rieu ist, ist es wahrscheinlich wieder. Ja, natürlich. Klar. Aber ich meinte eigentlich das ganz normale Greensleeves. Weil das ja keine Lizenz, naja, gut. Von mir aus. Oh, jetzt interessiert mich. Das nervigste Lied der ganzen Welt, Last Christmas. Und sorry, falls ich jetzt irgendjemandem einen Ohrwurm verpasse. Oh, what the fuck? Okay. In 130 Ländern gesperrt. Ich glaube, man sollte kein Video mit Last Christmas verwenden. Na gut. Aber hier kann man jedenfalls so ein bisschen nachgucken. Ich jetzt trotzdem nicht, weil, wie gesagt, diese ganzen Anime-Dinger, ich kann mal Naruto eintippen, aber da wird auch nichts bei rauskommen. Oh, Sadness and Sorrow von Naruto. Aber Bird of Prey ist nicht das Original. Wer weltweit abspielt. Ist aber nicht das Original. Anison Project. Ne, das ist nicht. Das sind auch nicht die Interpreten. Manga Star, Sasuke's Theme. Naruto Main Theme von Manga Star. Das ist niemals. Der Interpret, das ist ja nicht der Typ, der es gemacht hat, der heißt ja anders. Ich komme gerade nicht auf den Namen, aber es ist derselbe, der Fairy Tail gemacht hat. Mit irgendwas mit Y geschrieben. Irgendwas mit Y.
Können wir noch suchen? Was könnten wir noch suchen? Within Temptation würde mich mal interessieren. Einfach mal grundsätzlich als Interpret. Also man kann sowohl nach Liedern als auch nach Interpreten suchen. Dann hast du hier natürlich die ganzen Within Temptation Lieder. Haben wir hier das Lied, was ich nicht aussprechen kann? The Truth Beneath the Row. Ich kann das nicht aussprechen. Es tut mir leid. Es ist so ein geiles Lied. Überall, mit Ausnahme von 38 Ländern. Okay, kriege ich jetzt hier die Länder auch ausgewählt? Germany ist bestimmt dabei. Ja, natürlich. Ja, also da sieht man quasi im Voraus schon, wo man es abspielen kann und wo nicht. Oh, und hier bei The Course steht zum Beispiel gleich allgemein dort, der Titel ist nicht verfügbar für die Verwendung in deinen YouTube-Videos. Das heißt, das hier wäre noch verwendbar, aber das hier schon gar nicht mehr. Da wird sofort gesperrt. Auch interessant. Was ist denn mit Running Up That Hill? Natürlich, nur Germany nicht. Alle anderen können, nur Germany. Mother Earth. Das Intro von X, die Serie in Deutschland zumindest. Überall, nur nicht in Germany. Ist das geil. Okay, hier sind 38 Länder draußen. Aber bei vielen ist halt echt tatsächlich einfach nur nicht in Germany. Es ist schon sehr interessant. Gut. Ja, könnt ihr selber ein bisschen rumexperimentieren, wenn ihr irgendwelche Lieder habt und nicht wisst und so weiter. Ne? Wollte ich nur mal kurz vorstellen. Ist eine neue Funktion, finde ich ganz nützlich. Ist jetzt vielleicht bei kostenloser Musik, ist da vielleicht Greensleeves dabei, weil das ja wirklich. Ich glaube zwar nicht. Aber man kann ja mal gucken. Nee. Aber ich weiß, dass Greensleeves ist lizenzfrei. So viel weiß ich. Aber gut, das ist dann. Es wird mit Sicherheit auch noch erweitert. Da geht es halt wahrscheinlich um. Oh, Let It Go, habe ich gerade gelesen. Let It Go. Das wäre auch nochmal interessant. Überall, nur nicht in Germany. Because GEMA. Weil YouTube es nicht hinkriegt oder weil die GEMA es nicht hinkriegt, sich mit YouTube zu einigen. Ich weiß, ich möchte nicht beurteilen, von welchen Seiten das kommt, aber. Wow. Wow. Sind hier noch irgendwelche interessanten Lieder? Naja. Die sind sicherlich alle nur in Germany nicht. Wake Me Up von Avicii. Avicii. Ganz klar. Überall, aber nicht in Germany. Und Gentleman genauso. Natürlich. Was soll man dazu noch sagen? Was soll man dazu noch sagen? Eye of the Tiger. Natürlich. Germany. Rolling in the Deep. Komm, gib mir Germany. Oh, geht gar nicht. Okay. Ist interessant, dass manche quasi gar nicht gehen und okay. Radioactive. Germany. Ach ja. Wie sieht's mit Soundtracks aus? Das könnten wir noch testen. He's a Pirate. Von Klaus Badelt. Da haben wir's, das ist richtig. Really? Okay, Germany nicht. So, wie ist das mit David Garrett? Och, das von David Garrett ist weltweit abspielbar. Das ist sogar in Germany, okay. Sehr interessant. Was ist mit dem hier? Das wäre jetzt wiederum weltweit. Interessant. Wenn man das He's a Pirate and Title Theme from the Motion Picture Pirate of the Caribbean verwendet, was in etwa eigentlich nicht ganz dasselbe ist wie das hier, das ist wahrscheinlich, das sind die Credits, ne? Das sind die Credits. Wenn YouTube das also als Credits erkennt, dann wird das wahrscheinlich nicht sperren. Beziehungsweise nicht in Deutschland sperren. Okay. Was haben wir denn noch für Filmmusik? Die interessant wäre. Wie geht denn dieses? Ich könnte mal so Hans Zimmer eintippen. Ich muss gleich niesen, Moment. Hilfe. Oder auch nicht. Oder doch?
Puh, Entschuldigung. Pearl Harbor Soundtrack, Tennessee. Weltweit. Time. Ah, Time ist hier Dingens, ne? Hier. Ach, ich komme nicht auf den Namen. Inception, we have to go deeper. Das geht gar nicht bei Dobby Fall. Anaheim würde überall gehen, okay. Oh, Like a Dog Chasing Cars ist auch so gut. Das ist von Batman. Weltweit abspielbar. Gucke mal. Naja, ja, kann man sich so ein bisschen hier umgucken. Wollte ich nur mal vorstellen, die ganze neue Funktion. Weil ich das ja auch immer manchmal, wenn ich es mitbekomme oder wenn ich es mitbekomme, dann mache ich immer so ein kleines YouTube-Info-Video, was es da Neues gibt, Interessantes, was man mal erwähnen sollte. Kann man ein bisschen rumspielen, habe ich gerade festgestellt. Macht fast ein bisschen Spaß, sich hier drüber zu beömmeln, dass alles in Deutschland gesperrt ist und sonst überall funktionieren würde. Ja, thanks GEMA, thanks GEMA Barmer. Die GEMA würde natürlich wieder sagen, wir sind nicht schuld, YouTube will nicht. Und YouTube würde sagen, wir sind nicht schuld, GEMA will nicht. Aber irgendwie sind es wohl beide, ich weiß es nicht. Egal, sie kriegen es jedenfalls nicht hin. Gut, genug getestet. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.